Willkommen zu Part 5. Ich versuche mir gerade mein Mikrofon. Ah, ja, mein Mikrofon ist ein bisschen lauter gestellt, das ist auch der Unterschied da, mein Controller unter ein Handtuch zu halten, damit ich meine Klickgeräusche ein bisschen besser entfernen kann. Weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt nur der Audiotest, bevor wir die Quest da drüben annehmen. Ja, und in Kürze geht's weiter. Und es wurde alles wieder ein bisschen leiser gestellt. Von einem Schamanen gehört, der Maschinenöl getrunken hat. Ich Nein. glaube, das Konklave Was hat auch ihn immer für verbannt. neue Maschinen aus dieser Brutstätte kriechen, wir werden bereit sein. Was machen deine Jäger so weit hier draußen? Wir sind Weißzähne, hinabgestiegen vom Kiefer des Ban-Ur, um die Willigen zu prüfen. Ein Test? In diesem Jagdgebiet? Nein, es ist eine Prüfung. Überlebe wie unsere Vorfahren auf dem Gletscher am Messerpfad. Dieses Mal war es rau. Zwei müssen noch zurückkommen. Wir warten. Dann segnen wir ihren Versuch. Dann gehen wir. Ein Test. Um was genau geht es bei der Probe? Sich dem Gletscher stellen und 4 Tage und Nächte ausharren. Nur mit diesem gefrorenen Boden und den Maschinen. Unsere Schamanin segnete die Probe und erlaubte das Ausbeuten. Metall zur Waffenfertigung. Der Rest ist verboten. Was ist mit den beiden, die noch nicht zurück sind? Sie sollten sich allein der Probe stellen. Ihr Leben oder Tod. Die Rückkehrer wissen, dass die Weißzähne sie begleiten. Die Verschollenen wissen, dass die Weißzähne sie ehren. Wie großherzig. Du bist aus Ban-Ur. Weißt du was über Aratak und Urea? Starke Namen, wirklich. Es gibt viele Lieder. Aber es gibt einen Grund, warum sie im Schnitt und nicht bei den großen Verak sind. Diese Obsession mit Donnerkamm wird ihr Untergang. Wer sind die Weißzähne? Krieger. Die Ersten und Besten. Alle jungen, kampflustigen Jäger wollen bei uns sein. Jetzt sind die Maschinen wütend. Es gibt immer Kämpfe. Uns geht es gut, was, Schamanen? Jeden Tag schlägt der Blitz in den Staub der Schlacht. Jede Nacht wird ein neuer Name im Lied verehrt. Das heißt, es sterben viele Leute. Ja, wir suchen. Suchst du nicht nach deinen vermissten Jägerinnen? Bei Zeiten. Nach Monaten trägt das Schmelzwasser die Körper zurück. Unglaublich. Vielleicht leben sie noch. Dann suche ich nach ihnen. Auch wenn sie noch leben sollten, werden sie Hilfe nicht annehmen, Fremde. Für uns ist Überleben heilig. Auf nichts anderes ist Verlass. Mal sehen. Okay. Wir schauen mal, in welche Zone wir uns reinstürzen und wo wir die Quests machen. Was ist am nächsten? Hier. Finde den Verak. Ach, mach mal. Geh mal ganz zuerst. Überleben ist heilig. Sie lassen Leute sterben. Naja, Pfeifen üben mit Eloy. Wo ist mein Viech? Und da ist es. Und rauf den Hügel. Wenn ich die Brücke erwische. Oh, was ist denn das für eine Brücke? Viel zu eng, Jungs. So, was Fettes. Das wird ignoriert. Einfach den Hügel rauf. Noch eine Frostklaue. Wir bereiten uns besser vor. Nee, ignorieren. Nur Missionen werden gemacht. Kein nutzloses Kämpfen gerade. So, was haben wir hier oben? Oh. Warte. Ah, es geht doch noch weiter. Oder? Hey. Das muss die Höhle sein, von der Schamane sprach. Sieht tief aus und auch nicht natürlich. Oh, wat. Oh, wieder rauf. Das sind doch irgendwo Krieg. Okay, ich sehe nichts. Pirscher heißen die nicht Kriecher. Finde ein Schienenteil. Hopf. Hupf dich runter. Ah, Mist. Vielleicht bin ich hier nicht allein. Nee. Hier ist einer der Metallvögel.
Zinnbeutel voll, schon gut. Blauglanz nehmen wir mit. Wo sind sie? Vielleicht erst im nächsten Abschnitt. Mal voll looten in der Zwischenzeit. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Was war das? Weitere Loot. Anscheinend sind wir ziemlich voll. Das werden wir jetzt eh alles brauchen. Bereiten sie schon auf einen fetten Kampf vor, sehe ich. Guter Jump. Was haben wir hier? Wenn ich nichts finde, dann vielleicht mein Fokus. Ich muss nur da hoch. Wenn ich die Flugmaschine ein wenig bewegen könnte. Das heißt, das wird das Ziel sein. Komme ich hier rauf? Nein, auch nicht. Auch nicht. Ich dachte, dass ich hier drüber kommen werde. Ach, komm schon, Eli, das schaffst du doch. Oi. Ab da. Nein, das. Ich wurde herausgetrennt. Vielleicht finde ich noch eine dieser Flugmaschinen. Oh je. Ich bin jetzt schon blandos. Was ist da hinten? Kann ich da was tun? Vielleicht kann ich die Flugmaschine irgendwie zu mir holen. Aber wie komme ich darauf? Oh! Cut! Ich hab's gefunden. Hat eh lang gedauert gerade. Okay. Bring mal her das Teil. Gleich rauf. Wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Und in den Kampf hinein. Und wahrscheinlich da den Tod. Ist das Türschloss. Ich muss es einstellen. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen, haben sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht. Ich setz mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Ja, Echo. Gib mir ein Echo. Und renn da. Ich warte nur noch auf die Pirscher hier drin. Wo sind sie? Hopp. Pirscher? Ne. Wieder Loot. Das wird ein fetter Kampf. Kein Platz. Nächstes Audiolog, sehr schön. Nichts zum Lesen. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist, ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Oh, sag mir vielleicht nicht. Vielleicht sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Ja. Ja. Und nicht das Audiolog. Nein, Nachricht. Wow. Okay, was gibt's hier? Montageschiene. Das brauche ich. Was, kein Pirscher? Das sollte leicht abgehen. Ja. Genau. Die gehen sicher leicht ab. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. Ich bin mir sicher, dass hier ein Pirscher jetzt warten wird. Ganz sicher. Ganz sicher. Ja, was sage ich? Habt ihr mich erwartet? Wow. Oh, bin ich entkommen? Ich steck da schon mal Schissen. Okay, passt. Kritischer Schaden. Dann wird gewechselt auf Bomben. Das war's dann mit dem Pirscher. Jawohl, Rapid Fire Bomben, Baby.
Puh. Haben wir was da? Ich bin eh voll gelootet, wie es ausschaut. Okay, Nebenquest fertig. War ja gar nicht so schlimm. Dann wird wieder raufgeklettert. Wieder aufgewacht. Komm schon rauf, da. Wieder raufgestöhnt, wie es ausschaut. Das soll also meinen Speer verbessern, hm? Ah, damit haben wir Zeit. Da ist doch was noch ganz anderes in der Nähe. Okay. Diese Mission als nächstes. Oh nein. Der war doch noch da. Da, ich sag, guter Junge. Zehn mal ins. Oh, Sir. Hallo, Säbelzahntiger. Komm, weg, Eloy. Geh den Kampf aus dem Weg. Okay, passt. Ich glaube, ich habe ihn schon abgehängt. Mitten auf der Straße, den Seeigel. Habe ich ihn abgehängt? Ja, habe ich. Jagdgebiete. Ein guter Ort, um mir bei den Banuk einen Namen zu machen. Ich hasse Jagdgebiete. Aber stürzen wir uns doch rein. Yay! Mit Freude. Oh, das ist mal das Wichtigste. So, so. Hier haben wir einen Händler. Gehen wir mal daher zuerst. Hüterin. Uriah sagt, ich soll an den Prüfungen teilnehmen. Uriah, ja? Sie hat noch nie jemanden geschickt. Und welchen Grund hat dein Training? Das frage ich jeden Banuk, der zu den Prüfungen will. Ich fordere Aratak heraus, um Häuptling des Verax zu werden. Dann mach dich besser bereit. Die Jägerloge. Du gehörst wohl nicht zur Jägerloge. Jeder Stamm sagt, er hatte als Erster ein Jagdgebiet. Und alle sagen, die Kaja hätten es geraubt. Wer war dann der Erste? Unserer. Und die Kaja stahlen ihn euch? Genau. Ah, ich glaube dir nicht. Wie laufen die Prüfungen denn ab? Ohne Kaja-Medaillen. Ich hatte welche, bis ich damit meine Stiefel geflickt habe. Stattdessen trittst du gegen die Bestzeiten anderer Banuk-Jäger an. Ein zweiter oder sogar dritter Platz macht aus deinem Namen eine Legende. Und wenn ich Erste werde? Abwarten. Das glaube ich selber nicht. Prüfung starten. Drei Prüfungen, drei Herausforderungen. Oh. Welche interessiert dich? Das leichteste. Kontroll, Ansturm. Oh, Ansturm. In der Ansturmprüfung stellen sich Jäger Ebbe und Flut des Kampfgeschehens. Maschinen kommen in Wellen in die Arenen rein. Sei geschwind. Strategisch. Okay, verstehe. Nur so kannst du sie alle besiegen, ohne überwältigt zu werden. Es geht los, wenn du den Schnee am Fuß des Seils berührst. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Das heißt Fallen stellen. Fallen stellen. Was haben wir hier? Da haben wir mehr. Granaten auffrischen. Granaten. Wo ist es? Schleuder. Ne, falsche Schleuder. Stolper. Stolper würde auch wahrscheinlich helfen. Obwohl Stolper spiele ich gerade gar nicht so gern. Da. Damn. Machen wir die voll. Oh, was haben wir? Probieren wir es mit diesen Sachen. Rassler ist ein bisschen für nichts. Nehmen wir einen Rassler raus. Ablegen. Wo ist die Logen? Seilwerfer. Seilwerfer ist nicht, was ich will. Zersprenger ist auch nicht, was ich will. Wo ist denn das Stolperdell? Schattenkriegsbogen. Zersprenger. Ha. Sturmschleuder. Okay, lass mal drin. Hilft ja nichts. Oh, nee, runter. Wir probieren's. Das war's mit meinem leisen Auftritt. Ha! Oh, guter Schuss. Ich glaube, von dieser Welle sollte ich noch keine Angst haben. Oh. Der Meister im Verschreien. Wo ist der gute Bogen?
muss sie nur ins Auge treffen und das schaffe ich gerade nicht. Ach, dann gehen wir Salsa haben. Warum loot ich? Warum loot ich? Dann gehen wir Salsa haben. Das geht gerade gut. Nächste Welle. Geht's mit Zeit eigentlich oder muss ich nur überleben? Nicht in die Falle. Oh. Ich habe meine Fallen umsonst aufgestellt. Ah, da wird nichts gelootet. Während ich loote. Was haben wir hier? Die Moves. Abgetrennt. Machen wir gleich Vollgas mit dem Teil. Ja. Was haben wir hier? Tripper. Dodges for days, baby. Und Sorge, passt weiter. Ja. Rennen wir mit dieser Waffe gleich. Ich glaube, es geht mit Zeit. Und ich habe einfach schon herumgeeiert. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, da lebt ja noch was. Mist. Goldene Schüsse. Bewegung, Aloy. Neue Arena. Ja, und ich vergeude viel zu viel Zeit. Oh, ich bin noch nicht ganz bereit für das. Puh, was haben wir hier? Fette Viecher. Nicht gestunt, aber... mit dir. Oh, nice. Vielleicht schaffe ich es auch beide zu kriegen. Ah, brauchen wir gar nicht kriegen. Was kommt als nächstes? Ober mir. Wow. Das war nicht die richtige Taktik. Wurscht nochmal rauf. Er wird ausgewichen. Und dann wird er niedergeschlagen. So, was kommt als nächstes? Kommt überhaupt noch was? Da sind sie. Den machen wir schnell weg. So, boom. Und niedergeschlagen. Ah. Etwas Großes ist da. Oh, ja, was sage ich? Jetzt ist Zeit für Fallen. Will ich selber erwischen. Komm ich raus da? Sollte vielleicht doch keine Fallen setzen. Wo ist denn der Große? Da. Okay, komm, weg mit dir. Das hat er nicht ganz weggemacht. Noch immer nicht. Mist. Granatenregen. Das Einzige, was ich kann. Wow! Er ist mir genau in den Schoß gefallen. Er wird gefallen. Finished mit Messer.
glaube, das war's. Okay. Was war das jetzt? Bronze? Oh. Oh je. Das wird eine Episode mit diesen neuen Aufgaben. Uff, ich sollte die ganz eigentlich zusammencutten. Wahrscheinlich muss ich hier alles zweimal machen. Oder auf Kamera farmen. Ach, komm schon. Was war das? Dritter Platz beim ersten Mal. Ach, boah, Mist. Das stimmt. Man sollte dich nicht unterschätzen. Ah. In der Ansturmprüfung stellen sich je Maschinen kommen in Wellen in die. Nur so kannst du. Rutsch am Seil in die Arena. Ich habe einen Champion geschlagen. Das sollte sie zum Reden bringen. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Okay. Inventar. Mist herstellen da. Munition. Das brauchen wir viel. Wo war die? Schon ganz vergessen, wo meine Sprengschleuder war hier. Also wir brauchen keine Fallen. Ich könnte mir fast Tränke gönnen, aber wir werden einfach reinstürmen und durchstürmen. Mal auf ein Rapid Fire zu schießen. Ja, jetzt einfach zu schlagen. Das war mal ein guter Headshot. Idiot. Ich habe noch eine Arena vor mir. Na, gleich mit. Drei Bögen volllegen und den großen ausschalten. Wo ist da der Vogel? Guter Treffer. Das. Gehen wir nur auf den großen fokussieren. Die anderen brauchen mich nicht interessieren. Dabei. Die kann ich hier mit normalen füllen. Das für ein Champ, Junge. Ja, nice. Nächste Runde. Ist nochmal Overkill, aber sagen wir es kein. Du bist das nächste Down. Getroffen. Kommen schon die nächsten. Ah, oh, Mist. Okay, sehr schön. Ha! Das könnte doch mal eine schnelle Runde werden. Okay, okay. Puh, eigentlich brauche ich nur die Stein, Explosiv, Schleuder, wie auch immer es hier heißt, und durchrushen. Der hat mich gesehen. Es geht los. Ja, und jetzt wird durchgerusht. Gut ausgewichen. Wow, das hat sogar funktioniert. Nice. Okay, wo sind die nächsten? Hier oben. Und niedergeschlagen. Und weiter niedergeschlagen. Oh. Du hast so viel Schaden mitgenommen. Nix
da. Was haben wir hier? Keine Ahnung, wer ist da? Down, down. Gleich als nächstes down. Irgendwo ist der Fette jetzt. Yep, hier ist er. Das war kein guter Dodge anscheinend. Okay. Der drückt. Quickpfeile. Ich treffe meine Schüsse nicht mal. Gar nichts. So. Na, endlich. Der explodiert wahrscheinlich in mein Gesicht. Du. Das ist die falsche Waffe. Die hilft mir gar nichts. Du wirst weggeschossen mit Granaten. Und Schlägen. Und Schlägen. Vielleicht doch Granaten. Okay, passt. Ich hoffe, das war jetzt gut genug. Aber es nur für Silber gut genug. Trotzdem, wir sind fertig mit dieser Aufgabe. Oh. Das ist eh nur noch Grinden dann im Endeffekt. Ich glaube, es war Silber. Oh. Zählt das was im End? Zwei. Besser als die meisten. Warum nicht? Häuptlingsprüfung. Diese Prüfung ist die gefährlichste in den Schneewehen. Nicht alle Häuptlinge bestehen, aber nur sie haben Zugang. Das heißt, ich darf sie nicht machen. Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit, die Macht der Sturmschleuder zu nutzen. Okay. Nur die Klügsten verstehen diese Schamanenwaffen und nur die Mutigsten nutzen sie. Ich zähle, wenn du unten angekommen bist. Es dauert etwas, die Maschinen vom... Sturmschleuder! Sie muss erst ausgerüstet werden. Okay, was kommt weg? Der kommt jetzt weg. Diesmal echt. Ich kann noch einen Mod drauf geben. Ist gerade ziemlich egal, was ich drauf gebe eigentlich. Schock, Schock, Verderbnis. Handhabung, Schaden, Verderbnis, Handhabung, Schadung. Der wurscht. Ich hoffe, ich habe Money dafür. Ich sollte meine Waffen hier nicht benutzen. Nee, die kann man schon benutzen. Herstellen, Munition, Sturmschleuder. Ja. Okay. Das wäre geschummelt. Alles die durch. Die Prüfung läuft noch. Ja. Außer du willst nicht mehr. Nein. Zurück zur Prüfung. Wir probieren sie. Hui. Kämpfen oder weglaufen. Warum nehme ich die nicht öfter? Wow, das ist gar nicht zu wenig hier. Viel Money werde ich gar nicht haben. Erledige Maschinen mit der Sturmschleuder. Okay, hat das gezählt? Hat glaube ich auch nicht gezählt. Ja, das war klar, dass ich da mal auf die Fresse bekomme. Nein, rollen. Oh, kann ich Muni einfach so herstellen? Okay, kann ich. Ist ein bisschen umständlich, aber ich hätte wahrscheinlich upgraden sollen. Das ist der andere Teil. Verwüster töten. Muss ich den auch mit der Sturmschleuder töten? Ich hau einfach mal drauf. Okay, passt.
ist alles gut. Es wird öfter benutzt. Das war die Prüfung. Das war die leichtere, auf jeden Fall. Die war Baby einfach. Auf ihr, komm, hupf. Hüpferlei. Das muss doch Gold gewesen sein. Dritter Platz beim ersten Mal. Was stimmt? Es reicht mir. Es reicht mir. Das war erstmal genug für mich. Wenn du mehr willst, komm wieder. Nee. Nee. Ich gehe looten und verkaufen. Ja, danke fürs Zuschauen. Diese Episode ist vorbei. Die nächste startet später. Tschüss.